Also, komm, dreimal dürft ihr raten, was ist es? Hänse, frag nicht so blöd. Süßkartoffel, kennt ihr mittlerweile jeder. Sehr geil, ich liebe Süßkartoffeln im Übrigen, weil die super gesund sind, einfach zuzubereiten und total modern sind und einfach auch gut schmecken. So, ich werde mit den Süßkartoffeln was Schönes anstellen, und zwar gratinierte Süßkartoffeln mit Kidneybohnen, Mais und Cheddar-Käse. Und ich werde jetzt erstmal so ein bisschen in Form bringen. Im Übrigen habe ich die so etwas angekocht, ja. Also vielleicht so, sagen wir so, 8 Minuten. Süßkartoffeln brauchen viel kürzer oder haben eine viel kürzere Garzeit als normale Kartoffeln. So, schauen die schön aus. Oben ein bisschen Salz drauf. Und jetzt kommen die Kameraden, und es ist wichtig, in Kartoffelmehl. Und das Kartoffelmehl macht die nach dem Braten einfach nochmal ein bisschen crunchier. Oder ist das richtig? Crunchier. Was? Neues Wort. Ja, genau, ich glaube auch neues Wort. So, dann für die Blitzrezepte, natürlich. Ja, ein Stück Butter in die Pfanne, keine Margarine oder sonst irgendwas. Und dann, getreu dem Motto Blitzrezepte, kommen die Kartoffeln mit etwas Kartoffelstärke in die Pfanne. So. Und dann lassen wir die mal schön anbrutzeln. Unsere Blitzrezepte. Und dann kommt es alles nachher in den Backofen und wird schön gratiniert. So, ich entledige mich mal den Handschuhen. Der schwarze Ritter. Ist Kartoffelstärke. So, jetzt habe ich Cheddar-Käse. Ja, den gibt es mit Chili oder pur. Und der wird mal klein geschnitten. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist ein vegetarisches Gericht. Mit eben viel von diesem Cheddar-Käse und dann auch gleich, stelle ich mal dazu, dass ihr das seht, mit Kidneybohnen und Mais, und dazu gibt es Feigensenf. Und wenn ihr Feigensenf nicht kennt, dann habt ihr echt was versäumt, weil Feigensenf schmeckt brutal geil. Ja, wirklich sensationell. Hier, Luki Luki, obendrauf kommt noch ein bisschen Pfeffer. Hier. Ich meine, es muss ja nicht sein, ja, in Love. Gourmet-Pfeffer, aller Hänse, der ist geschrotet, ja, ein bisschen Salz ist dabei, ein bisschen Gewürz, schmeckt sehr geil. So, hier einmal wenden, oder nee, komm. Oder ich wende sie. So, das reicht schon. Ja, wenn ihr die zu Hause ein paar Minuten länger drin lasst, dann soll das kein Fehler sein. So, schön in Reihe und Glied. Und jetzt wird das mal gemischt. Also, Mais, Kidneybohnen. Ja, ich bin im Moment auf dem Veggie-Trip und deswegen esse ich viel Kidneybohnen, weil die schmecken einfach geil, haben viel Eiweiß und ich sage jetzt nicht Fleischersatz dazu, aber das ist wirklich fein. Das ist Feigensenf. Und diesen Feigensenf solltet ihr mal probieren. Gibt es in jedem Supermarkt an der Käsetheke, Feigensoße auch genannt. Ja. Und da könnt ihr jetzt so schon reinbeißen. So, und jetzt? Machen wir das mal schön ordentlich. Schön mit Liebe im Detail, wenn die Kamera jetzt belegt. So, ich mache das jetzt mal ganz ordentlich und in 1,5 Minuten, schau mich an, Kameramann, in 1,5 Minuten sehen wir uns wieder, okay? Ah, okay, das schaut gut aus. Schön ordentlich befüllen und dann, Freunde der Nacht, kommt das Ganze in den Backofen, Grilleinrichtung, volle Hebel, 3 Minuten. Nochmal kurze Pause. Oh, oh, mega. Meine Lieben, Feierabend Blitzrezepte heißt jetzt nicht logischerweise nur Fleisch. Ich selber esse bedeutend weniger Fleisch. Wirklich, bedeutend weniger Fleisch. Und das hier ist einfach nur geil. Schau mal her. Oh. Weiche Süßkartoffel. Oh. Zerlaufener Käse. 2 glückliche Teile. Und jetzt habe ich hier eine Zutat. I love it. Ist Hüttenkäse. Also körniger Frischkäse. Abartig gesund. Ja, saumäßig lecker. Gutes Olivenöl drüber. Den Teller nicht verschlingen. Oh Gott. Herr Hänse, ordentlich arbeiten. Die Minze habe ich auch noch gefunden. Da gibt es halt keinen Drink, sondern
saumäßig gutes Deko-Element. Eins, zwei. Großes Ehrenwort. Ich habe echt Hunger. Guten Appetit. Würde mich freuen, wenn ihr es nachkocht. Ja, schreibt ruhig irgendwas rein. Und hasta luego, muchachos. Guten Appetit.